Mein Name ist Frank, ich bin von GIGA und ich bin nicht nur ein Freund der Musik, sondern auch ein Freund der körperlichen Ertüchtigung. Und als solcher freue ich mich, dass ich die neue Samsung Gear Fit 2 Pro endlich an den Händen halten, an meinem Armgelenk haben darf. Das ist ein Fitnessarmband, das aber einige besondere Features im Köcher hat. Und welche das sind, das gucken wir uns jetzt mal gemeinsam an. Also erstmal haben wir hier das Standard Watch Face, da sieht man die Uhrzeit, da sieht man auch die wichtigsten Fitnessdaten, also von den heute bereits zurückgelegten Schritten über, jetzt kommt hier wieder dieser Bildschirmschoner, über den aktuellen Herzschlag, über die verbrannten Kalorien. Und das hier ist, weiß ich gar nicht, was das ist. Aber zu dem Herzschlag ist eine Sache zu sagen. Und zwar ist die Gear Fit 2 Pro in der Lage, kontinuierlich den Puls zu messen. Und das ist schon eine Besonderheit, weil normalerweise ist das für die meisten Fitness-Tracker zu akkuintensiv. Aber das Ding ist in der Lage, sozusagen über den ganzen Tag herauszufinden, wie der aktuelle Pulsschlag ist. Und damit können halt auch Aktivitäten, die jetzt vielleicht nicht extra eingestellt sind, ja, also die man nicht extra aktiviert hat, können viel besser getrackt werden. Also zum Beispiel, ich bin bei einem Umzug, ich kann hier jetzt nicht extra einstellen, dass ich hier jetzt gerade irgendwie Kisten schleppe und trotzdem wird mein Herzschlag gemonitort und damit auch das Tracking viel, viel stärker verbessert. So, was hier auch neu ist, ist, dass das die Gear Fit 2 Pro noch wasserdichter ist und noch resistenter. Und zwar hat das Ding einfach einen Hintergrund, dass auch Schwimmen besser getrackt werden kann. Dieser Standard nennt sich 5 ATM. Damit ist man halt tatsächlich in der Lage. Also man muss wirklich nicht befürchten, dass das Ding in irgendeiner Weise einen Wasserschaden bekommt. Man hat hier auch auf dem Event gezeigt, dass das Ding in so einer Wassersäule steht. Was hier auch drin ist, ist ein GPS-System und eine Karten-App. Sozusagen. Also man kann hier auch sozusagen gleichzeitig verfolgen, wo man gerade ist und das Tracking wird dadurch auch nochmal verbessert, weil auf die Weise ist das Gerät in der Lage, genauere Distanzen abzuschätzen, die man gerannt ist beispielsweise oder gewalkt oder genordic walked. Ja, und dann haben wir hier natürlich wieder dieses Curved AMOLED Display, nennt sich das. Das ist halt sehr scharf, sehr farbintensiv und durch diese Biegung passt sich das auch viel, viel besser an das Handgelenk an. Also ihr seht das hier vielleicht, dass das anders als auch vielleicht beim Vorgänger und auch bei anderen Fitness-Trackern ist das nicht einfach so ein angeklatschtes, ebenes Kästchen, das da, wie gesagt, auf dem Handgelenk liegt, sondern das schmiegt sich so schön drumherum. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein toller Tragekomfort. Die Gear Fit 2 Pro, die kommt in zwei Varianten auf den Markt. Das hier ist die schwarz-rote Version. Die haben wir jetzt einfach deswegen ausgewählt, weil man die ein bisschen besser im Video sehen kann. Was ihr hier seht, bei dem Armband, das hat so eine ganz feine Musterung. Erinnert mich so ein bisschen an das Hintergrundbild vom Galaxy S5. Ist vielleicht auch mit diesem Hintergrund entworfen worden, dass da so eine kleine Reminiszenz dabei ist. Was haben wir noch? Genau, diese UA-Partnerschaft habe ich schon angesprochen. Also hier sind viele Dienste bereits integriert. Man kann ein Jahr die alles von Under Armour mitnutzen. Also das ist ein Paket, da ist Endomondo zum Beispiel drin und verschiedene andere Fitness-Tracking-Apps, die sonst halt Geld kosten in der monatlichen Nutzung. 100 Euro spart man damit wohl, wenn man das Angebot komplett ausreizt. Was auch noch neu ist, ist, dass hier Spotify Offline Support drin ist. Das heißt, man kann mit einem gekoppelten Gerät hier einfach Spotify auch einrichten, sagen, okay, hier diese Playlist möchte ich runterladen und dann kann man auf seine Nordic Walking Tour gehen und seine Spotify Playlists komplett mitnehmen und muss dann halt nicht mehr das Smartphone mit dabei haben. Das finde ich eigentlich eine ganz klasse Sache. Mehrere hundert Songs sind damit möglich, hier auf diesem kleinen Gerät zu speichern. Ja, so viel zur Gear Fit 2 Pro. Schöner Fitness-Tracker. Ich glaube, der Markt ist halt ziemlich übersättigt gerade, aber wenn halt ein Gerät da irgendwie ein bisschen Chancen hat, dann eins, das solche Alleinstellungsmerkmale hat, wie die Gear Fit 2 Pro, also GPS und kontinuierliche Herzmessung und Spotify Offline Support. Das sind schon coole Sachen und teilweise sicher auch interessant für Leute, die gar nicht mal unbedingt so Fitness interessiert wie ich sind. Also, das, schönes Gerät, kommt bald auf den Markt, Preis werden wir euch nachliefern. So viel zu diesem Gerät. Wenn euch das Video gefallen hat, liken, abonnieren und bis zum nächsten Video.